Im diesjährigen Sommernachtstheater widmen sich die Nachtschwärmer Ulrike Nocker, Oliver Vogt und Matthias Kritzek ganz der Faszination des Reisens. Denn Sommerzeit ist Urlaubszeit und Urlaubszeit ist Reisezeit. Die Regie liegt in den bewährten Händen von Knut Müller-Ehrecke. Hier ein kleiner Zusammenschnitt. Für die Neuvertextung meist bekannter Lieder sorgten Sabine Münz, Peter Hofmann und erstmals Rick Domsch, Schauspieler aus Brandenburg, wie Knut Müller-Ehrecke erzählte. Wie immer kommt das Ganze nicht traurig, sondern sehr witzig daher. Schließlich soll man im Urlaub nicht Trübsal blasen. Und wie die Publikumsreaktionen bei der Premiere zeigten, ist der Wiedererkennungseffekt bei so manchem recht groß. Alles genauso schon einmal erlebt, wie es scheint. Also, dann stürzen wir uns mal rein ins Vergnügen. Ahoi und guten Flug. Flieg durch die Wolken Richtung Süden. Großer Vogel, auf meiner Insel möchte ich sein. Bring mich dahin, großer Vogel, bring mich dahin, bis ich sag, da bleib ich. Der Start wäre geschafft. Ich will Tomatensaft. Zollfrei shoppen soll. Der Pilot ist schon voll. Neben mir schreit ein Kind. Ich weiß nicht. Ich bin reif, 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 überreif. Und ich frag mich, warum ich noch da bin. Fürs Aussteigen bin ich scheinbar zu frei. Nicht die Jacqueline schlagen. Diskutiert das bitte aus.
stolze Eltern können nicht normal kommunizieren. Mitten im Gespräch krabbeln sie auf allen Vieren. Und sie reden so lang über Farbe und Gewicht des Inhalts in der Windel ihres Babys, bis man bricht. Letzten Sonntag schlief die Anna durch bis kurz vor 8. Boah, ist ja kaum zu glauben. Und was hat sie sonst gemacht? Unser Flori isst nicht viel, das ist nicht gesund. Willst du jemand fressen sehen, dann kauf dir doch einen Hund. Kinder finde ich nicht so toll, nimm mir das nicht krumm. Wenn ich mal eins halten soll, bringt mich das fast um. Baby, will ich Die nächsten Vorstellungen gibt es am 31. Juli sowie am 2. und 3. August. Schauen Sie einfach auf unsere Videotextseite 615.